Viele Oberflächentechnologien benutzen das MVVM-Pattern, das Model View for Model. Und diesmal sehen wir uns wieder einen Aspekt aus diesem Pattern an, wie denn das in der Praxis funktioniert. Gut, was muss jetzt passieren, damit die Binding Engine weiß, dass sich der Fuelname auch geändert hat? Also, wir implementieren ein Interface, ein Notify Property Changed. Ein Notify Property Changed. Dieses Interface erlaubt der Binding Engine, sich auf ein Event zu registrieren. Und dieses Event ist, ja, einmal der Namespace eingebunden mit Steuerung.enter und dann Implement Interface mit Steuerung.enter. Ups. So. Und zwar ein Event Property Changed. Und die Binding Engine geht jetzt her und sagt, okay, da ist das View-Model. Das implementiert dieses Interface, also registriere ich mich da auf das Event. Und überprüft dann, wenn sich ein Wert von einem Property ändert, dann soll das Event geworfen werden. Und wenn das Event geworfen wird, dann aktualisiert es auch das, die entsprechende Oberfläche. So, dieses Property Changed hat nun einen entsprechenden Nachteil. Und zwar müssen wir dieses Event feuern, wenn sich der FirstName oder der LastName ändert. Und naja, das heißt im Setter. Also bye bye Short Properties, ja, oder Automated Properties, wie auch immer man sie nennen will, sondern manuell Old School implementieren. FirstName, ja, das geht jetzt leider nicht mehr. Public String FirstName Get Pfeilchen FirstName. Und im Set-Bereich if firstname ungleich value, firstname ist gleich value, und dann sagen wir noch das Event noch werfen, property changed, Fragezeichen.invoke mit this und new property changed event args. Und hier braucht er den Namen des Properties, also name of firstname. Dieses Name of First Name verwendet ja diesen Wert hier als String. Ja, aber jetzt hat sich nicht nur der Vorname geändert, sondern eben auch dieser Full Name. Der Full Name setzt sich zusammen aus First Name und aus Last Name. Also sobald sich der First Name ändert, hat sich der Full Name geändert. Sobald sich der Last Name ändert, hat sich der Full Name auch geändert. Also müssen wir noch zusätzlich hier mitgeben den Full Name. Ja, da dieser Code etwas länglich ist und durchaus nicht sehr schön oder fehleranfällig, können wir nach sagen, okay, wir lagern diesen in eine Methode aus. This.raisePropertyChanged und this.raisePropertyChanged name of full name. Und jetzt machen wir Folgendes, wir machen hier die Methode private void raise property changed, bekommt den property name mit string property name, und hier sagen wir, ja, wir invoken das mit dem entsprechenden property name, und damit wir es auch so aufrufen können und sich der Compiler automatisch den Caller sozusagen sucht, gibt es hier ein tolles Attribut, das heißt CallerMember. Und CallerMember geht nur, wenn wir hier einen Standardwert haben, und dann können wir noch abfragen, if not string is null or empty property name. Ja, wenn der auch wirklich mitgegeben wird, dann wollen wir das machen. CallerMember inkludieren. Nups, das war nichts. So. Wo ist mein ColumnMember-Attribut? Nein, das war nichts. Wir brauchen hier ein include ColumnMember-Name. ColumnMember-Name, heißt das nicht so? Doch, ColumnMember-Name. Im Namespace System Runtime Compiler Services. Also es ist ein Compiler-Feature. Dieses ColumnMember-Name geht her und sagt, okay, wenn das nicht explizit mitgegeben wird, dieses Property, dann, also dieser Parameter, dann wird automatisch der Name der aufgerufenen, also der Funktion oder Eigenschaft mitgegeben, die diese Methode aufgerufen hat. Also hier wird automatisch FirstName mitgegeben. Okay? So. Steuerung KD, ein bisschen formatieren. Also,
Aus diesem schönen, netten Ding hier wird leider Gottes wieder sowas Langes. Das ist nicht sehr schön. Das gleiche brauchen wir leider auch für Last Name. Ewig schade um die schönen Auto-Properties. Last Name. Public String. Last Name. Get-Teilchen. Last Name. Set. Geschwungene Klammer. If. Last Name. Ungleich Value. Ungleich Value. Dann sagen wir Last Name ist gleich Value. Und wir sagen, ups, sa. Naja. Gut, es gibt übrigens, oh, jetzt kommt Visual Studio wieder. Jetzt gibt übrigens wieder etwas, das Microsoft gerade so baut und propagiert. Das werden wir uns anschauen, denn damit können wir wieder ein bisschen, also ähnlich wird das Problem mit Notify Property Change gelöst, hoffentlich zumindest. Da kommt noch was, da schauen wir uns in einem Video an. Das sind die Generators, die uns dann automatisch diesen Plumping-Code sozusagen generieren. Denn eigentlich ist das schon. Das schon sehr sexy im Verhältnis zur Langform des Properties zu implementierenden und nur wegen diesen zwei Standardmethoden, die aufgerufen werden, ist das ein bisschen naja. Gut, jetzt müsste sich der Fullname aktualisieren, weil wir jetzt sagen, wenn sich der FirstName wirklich ändert, wenn der Benutzer was reinschreibt, dann raisen wir das Property Change sozusagen, wir feuern das Event und zwar nicht nur für den FirstName, sondern auch für den Fullname. Aber erst, wenn wir das Feld verlassen. Denn durch das Verlassen des Feldes wird die Binding Engine registriert sich auch auf dieses Changed Event sozusagen hier, auf diesen Text Changed. Und dann wird eben erst der Wert aufgerufen und dieser Text Changed, der wird erst beim Verlassen des Textfeldes aufgerufen. Aber auch hier kann man sagen, okay, soll das gleich während dem Tippen sein oder erst später? Werden wir uns noch anschauen. Also, erstmal hier. Die Basics von MVVM ist die View, oh no, diese View kennt das View Model hier. Wir binden auf Eigenschaften des View-Models. Und das View-Model selbst hat nur Logik herinnen, aber kennt die View nicht. Und damit View und View-Model gut kommunizieren können, gibt es Properties eben und auch Events. Und das Notify Property Change Interface verlangt dieses Event. Und wenn dieses Event vorhanden ist, dann funktioniert das auch schon. Gut, jetzt geht es noch dann um Sachen, wie gehen wir mit Buttons um. Also, wie mache ich einen Button, wo ich draufklicken kann und dann zum Beispiel wird Vorname, Nachname wieder gelöscht oder leer gesetzt oder sowas in der Art. Wie aktualisiert sich dann die Oberfläche wieder? Das sehen wir uns wieder im nächsten Video an. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.